Motor TV, heute mit folgenden Themen. Wir zeigen Ihnen den neuen Hyundai i30 Kombi, haben den Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid ausprobiert und berichten vom Histocup-Rennwochenende in Rijeka. Nach dem Hyundai i30 Fünftürer kommt nun auch der Kombi, der bereits auf dem Genfer Autosalon zu sehen war. Das Auto ist ein Raumwunder, bietet irrsinnig viel Platz und ist also mit den modernsten Konnektivitätssystemen und Sicherheitssystemen ausgestattet. Und was auch besonders spannend ist, das Auto hat einen sehr, sehr geringen Mehrpreis. Das heißt also nur 1.000 Euro mehr gegenüber dem Fünftürer. Das heißt, wir starten in Österreich bei diesem Fahrzeug mit 18.990 Euro. Natürlich auch wieder mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Optisch stechen sofort der große Cascading-Kühlergrill und die schärfer gezeichneten Scheinwerfer ins Auge, die auch mit Voll-LED-Technik zu haben sind. Zu den Neuerungen zählen auch die leicht nach hinten abfallende Dachlinie, die Aluminium-Dachreling, der Dachspoiler in Wagenfarbe sowie die zweigeteilten LED-Rückleuchten. Der Längenzuwachs von 25 cm wirkt sich auch positiv auf das Kofferraumvolumen aus. Dieses reicht jetzt von 602 bis maximal 1650 Liter bei umgelegten Rücksitzen. Zusätzlicher Stauraum wird im Kofferraumboden geboten, der in mehrere Fächer unterteilt ist. Weiters gefällt die breite, hochaufschwingende Heckklappe und die niedrige Ladekante. Der geräumige, elegante Innenraum ist klar strukturiert und die Bedienung gibt keine Rätsel auf. Über den bereits in der Ausstattung Premium serienmäßig mit an Bord befindlichen 8 Zoll Touchscreen wird unter anderem ein modernstes Navigationssystem bedient und Konnektivitätsfunktionen wie Apple CarPlay, Android Auto und Live Service. Für den Hyundai i30 Kombi gibt es 3 Benzin- und 2 Dieselmotoren mit einem Leistungsspektrum von 100 bis 140 PS. Zahlreiche Assistenzsysteme wie zum Beispiel ein autonomer Notbremsassistent, Müdigkeitserkennung, Fernlichtassistent, ein Frontkollisionswarnsystem und Spurhalteassistent sind bereits serienmäßig enthalten. Der Hyundai Ioniq ist das weltweit erste Auto, das 3 elektrifizierte Antriebe bietet: Hybrid, Elektro und Plug-in. Diese Variante dürfen auch wir von Motor TV heute ausprobieren. Der Hyundai Ioniq Plug-in kombiniert einen 1,6 Liter Vierzylinder Benziner mit 105 PS Leistung mit einem 61 PS starken Elektromotor, der durch eine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie angetrieben und mittels 6-Gang-DCT-Automatikgetriebe geschaltet wird. Ja, der Plug-in-Hybrid ist für all jene interessant, die sich sehr viel im urbanen Bereich bewegen, wo rein batterieelektrisch gefahren wird, eine Reichweite von rund 50 Kilometer rein batterieelektrisch. Und wenn man auf lange Strecken nicht auf ein anderes Fahrzeug umsteigen möchte, dann bietet der Plug-in die perfekte Symbiose, weil natürlich aufgrund des Benzinmotors auch ganz lange Strecken ohne Probleme bewältigbar sind. Benzin wird links hinten nachgefüllt, geladen wird links vorne. Der geräumige Innenraum des Hyundai Ioniq Plug-in wirkt sehr modern. Nicht unerwähnt sollte auch das Kofferraumvolumen bleiben, welches 341 bis 1404 Liter beträgt. Serienmäßig an Bord des Plug-in sind unter anderem eine 2-Zonen-Klimaautomatik, verschiedene Fahrmodi und zahlreiche Fahrassistenzsysteme. Interessant ist auch, dass man in einem Display außer den Akkuinformationen zum Beispiel auch die unterschiedlichen Energieflüsse beobachten kann, je nach Fahrweise und Fahrmodi. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man das Auto möglichst sparsam bewegen möchte. Hyundai gibt auf alle Ioniq-Modelle 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung und auf die Hochvolt-Batterie sogar 8 Jahre oder maximal 200.000 Kilometer. Der Hyundai Ioniq Plug-in ist ab sofort erhältlich. Der Einstiegspreis der umfangreich ausgestatteten Kompaktlimousine liegt unter 28.000 Euro, wenn die staatliche E-Förderung genützt wird. Herrliches frühsommerliches Wetter in Kroatien nahe Rijeka begleitet die Teilnehmer beim 4. Histocup-Rennwochenende in diesem Jahr. Die Teilnehmer bereuen ihr Kommen nicht, da sie bei guter Stimmung eine fahrerisch sehr anspruchsvolle Strecke mit viel Grip vorfinden. Gemeinsam mit den Minis nehmen die Youngtimer und die Tourenwagen Open das zweite Rennen an diesem Rennwochenende auf.
Siegfried Kusters im BMW M3 setzt sich sofort an die Spitze, vor Alfons Riedweg mit seiner Corvette, Andreas Rehwald auf BMW M3, Christian Müller im Mitsubishi Mirage und Herbert Leitner auf Toyota Corolla. Den überlegenen Sieg bei den Youngtimern holt sich der Histocup-Neuling Siegfried Kusters mit seinem BMW M3 E46. Also, ich sehe das Rennen so, der Kampf war heute nicht gegen die Gegner hauptsächlich, sondern gegen die Hitze. Aber das Team Duller hat mir das Auto perfekt hergestellt und so habe ich es schon relativ ruhig einfahren können. Platz 2 im Rennen und damit Platz 1 bei den Tourenwagen Open belegt Alfons Riedweg mit seiner Chevrolet Corvette Z06. Herbert Leitner gewinnt die Klasse bis 2 Liter Hubraum und führt derzeit auch die Gesamtwertung der Youngtimer an. Also Strategie ist die, dass wir jedes Rennen fix fahren, dass wir die Gesamtwertung gewinnen am Ende des Jahres. Und wir arbeiten stark daran, dass wir jedes Rennen wirklich gewinnen dabei. Matthias Jocher holt sich die Mini Cooper-Wertung. Wir befinden uns jetzt am Vorstart zum zweiten Lauf der BMW 325 E-Challenge an diesem Wochenende. Die bisherigen Laufsieger Maximilian Zupanic, Manfred Zaunbauer und Jakob Schober haben die größten Chancen auf den Sieg. Ja, im Qualifying war jetzt zweitschnellster Matthias Heinemann auf Pole Position, hat leider einen Motorschaden gehabt, somit starte ich vom ersten Platz. Schauen wir, was geht, voll motiviert, dass ich die Jungs hinter mir lassen kann. Freue mich drauf und bin volle Attacke. Ja, die Chancen, dass ich jetzt bei den Rennen wieder auf Stockerl fahre, die sind auf jeden Fall gegeben. Und eigentlich muss ich sagen, ich möchte schauen, dass ich wieder um den Sieg mitfahren kann. Das ist mein Ziel, ja, auf jeden Fall, weil ich bin nur 7.000stel hinter Maxi Zupanic. Das heißt, das wird sicherlich da mal ein Zweikampf werden. Diesen vorhergesagten Zweikampf können wir später dann auch wirklich sehen aus der Inboard-Kamera von Georg Steffni. Vorerst aber geht beim fliegenden Start zum 8. Lauf der BMW Challenge alles gut. Vorneweg ist Jakob Schober, gefolgt von Max Zupanic, Manfred Zaunbauer, Dieter Karl Anton und Georg Steffni. Bis zur zweiten Runde bleibt diese Reihenfolge unverändert. Wir sehen die Situation jetzt aus dem Cockpit von Georg Steffni. Der vorhin angesprochene Zweikampf von Zaunbauer und Zupanic endet in einem Dreher von Zupanic, der Dieter Karl Anton zum Ausweichen in die Wiese zwingt und Georg Steffni auf Platz 3 nach vorne spült. Max Zupanic fällt dadurch weit zurück, er schafft mit seinem angeschlagenen Auto schlussendlich noch Platz 5. In Runde 3 hat sich der führende Jakob Schober bereits entscheidend abgesetzt. Sehr spannend bleibt jedoch der Kampf um Platz 2 zwischen Manfred Zaunbauer und Georg Steffni. Wir sind jetzt in Runde 4 wieder im Cockpit von Steffni. Dieser übt schon längere Zeit ordentlich Druck auf Zaunbauer aus und jetzt geht er außen in der schnellen Startkurve an ihm vorbei. Georg Steffni aus Salzburg, der BMW Challenge Gesamtsieger 2014, absolviert ein fehlerloses Rennen und fährt überraschend Platz 2 nach Hause. Also ich bin jetzt seit nahezu 2 Jahren nicht mehr im Auto gesessen. Bin mit der Hoffnung hergekommen, dass ich im vorderen Mittelfeld bin und dass ich noch 2 Jahre nicht fahren mit den Autos immer noch vorne mitfahren kann, ist der Traum schlechthin. Also ich bin absolut glücklich. Platz 3 belegt der Oberösterreicher Manfred Zaunbauer vor dem 70-jährigen Dieter Karl Anton, dem ältesten Teilnehmer der BMW Challenge. Den überlegenen Sieg holt sich aber der junge Jakob Schober aus Salzburg, der damit auch seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausbaut. Super gelaufen, die hinter mir haben sich ein bisschen bekriegt, dadurch habe ich freie Fahrt gehabt. Schnellste Rundenzeit, sag aber, dass ich heute der schnellste Fahrer war auf der Strecke und ja, perfekt. Mit der Siegerehrung geht ein erfolgreiches Rennwochenende zu Ende. Kroatien war eine Reise wert. Die erste Sonderprüfung gewinnt das Duo Raimund Baumschlager, Pirmin Winkelhofer. Auf der zweiten Sonderprüfung, nicht allzu weit nach dem Start, fehlt der Rekordstaatsmeister aus Oberösterreich plötzlich. Zweite ist super gelaufen, ca. 2,5 Kilometer. Ja, und dann ist halt einer der seltenen Beifahrerfehler passiert, diesmal beim Pirmin. Er war halt einfach einen Tacken zu spät dran. Wir sind im sechsten Gang unterwegs gewesen, also 160 aufwärts.
Und wie ich dann die Ansage gehört habe, links 3 Minus, in rechts 2 über Brücke, war mir schon klar, dass das jetzt nicht mehr geht. Nicht viel weiter kommt der Hausherr bei dieser Rallye, Gerwald Grössing, mit Beifahrerin Elke Eigner. In der gleichen Sonderprüfung wie Baumschlager fehlt auch er. Dann ist die Temperatur nochmal hochgegangen und es war dann schon ein sehr strange Geräusch im Kopf. Und das war dann überhaupt keine Leistung mehr da und habe das Auto abgestellt. An derselben Stelle wie Raimund Baumschlager rutscht auch der Staatsmeister Hermann Neubauer von der Strecke. Zudem vergewissert er sich, ob beim Team Baumschlager alles in Ordnung ist. Damit geht Niki Meyer-Mellenhof in Führung. Erst nach der vierten Sonderprüfung setzt sich Neubauer wieder an die Spitze. Aber er kann seine Führung in der Staatsmeisterschaft nicht ausbauen, denn nach 6 Sonderprüfungen fehlt auch er. Irgendwann habe ich Warnleuchte gekriegt mit Öltemperatur. Bin noch 300 Meter weitergefahren, habe das Auto dann auf die Streckenbegrenzung hingestellt und leider hat das gleich zum Brenner angefangen. Und Gott sei Dank haben sie hinter Bernhard in vereinter Kraft irgendwie löschen können, damit der Schaden, sage ich mal, sich in Grenzen hält. Damit duellieren sich Niki Meyer-Mellenhof und Christian Brille-Schubert um den Sieg. Auf der letzten Sonderprüfung fährt der Skoda Fabia-Pilot zu sehr auf Angriff, rammt einen Baum und fällt aus. Der Jubel beim im Ziel wartenden Niki Meyer-Mellenhof und Beifahrer Poldi Welsersheim ist groß. Wir haben die erste Ding gewonnen, waren auch schnell, haben gesehen, 5 Sekunden haben wir einmal den Neubau gegeben im BRC und sind überhappy. Die Vorsinger, das allergrößte Lob, weil die haben das Ganze überhaupt auf die Beine gestellt und die machen einen Mörderjob. Der Martin Schmidt-Witzfelder arbeitet wirklich wie ein Irrer, um das irgendwie auf die Beine zu stellen und steht da voll dahinter und bin irre happy, dass wir es endlich geschafft haben. Chris Rosenberger hat seinen historischen Porsche hier gegen einen modernen Ford Fiesta eingetauscht. Er und Beifahrerin Christina Ettel fahren eine taktisch perfekte Rallye und werden schließlich Zweite. Sogar für den ehemaligen Staatsmeister ein überraschend gutes Ergebnis. Noch mehr überrascht der dritte Platz von Martin Kaltheis. Sein Mitsubishi Evo 7 ist Baujahr 2002. Der Wagen ist also immerhin schon 15 Jahre alt. Und auch Platz 4 im Gesamtklassement für Simon Wagner ist eine Riesenüberraschung. Schließlich schlägt der junge Oberösterreicher mit seinem Opel Adam viele allradbetriebene Fahrzeuge und sogar 2 modernste R5-Autos.